Das Wort hat nun Marlene Mortler für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Verbraucher ist überfordert. Er reagiert längst nicht so rational, wie es das Bild des mündigen Verbrauchers suggeriert. Er muss gelenkt und sein Handeln muss erforscht werden. Dieser unterschwellig sozialistische Ansatz in Ihrem Antrag deckt sich nicht mit unserem Verbraucher- und Menschenbild. Wir, meine Damen und Herren, glauben an den eigenverantwortlichen, an den mündigen Verbraucher. Und ich plädiere durchaus an dieser Stelle für Verbraucher- und Wirtschaftsinteressen in Augenhöhe. Und deshalb ist es auch unser Ziel, zuverlässige, umfassende, sachliche und klare Informationen über Produkte zu erzielen. Ich zitiere Sie in Ihrem Antrag. Die Anbieterseite wendet viele Erkenntnisse der Verhaltensökonomik bei der Ausgestaltung ihrer Geschäftsmodelle an. Ja, das ist richtig. Die Anbieterseite weiß, wie der Verbraucher tickt. Der Verbraucher ist kein unbekanntes Wesen. Er trifft seine Verbrauchsentscheidungen selten rational. Beispiel: Rabatte oder Preisabschläge. Sie wirken, das beobachte ich immer wieder, oft wie eine Droge. Neulich traf ich eine Taxifahrerin, die erzählte mir, habe eine Frau in den Supermarkt gefahren, weil das Hähnchenangebot zu günstig war, aber die Taxikosten waren Nebensache. Ein anderes Beispiel, sogenannte Skandale. Jedes Jahr im Sommerloch, danach kann man schon die Uhr stellen, entdecken einschlägige Organisationen das Geschäft mit der Angst, um ihre eigene Kasse zu füllen. Pestizide in Paprika, in Tomaten, in Trauben, egal in welcher Menge, Hauptsache Skandal. Skandale bringen Aufmerksamkeit, machen dem Verbraucher Angst, verunsichern ihn. Um sein Gewissen zu beruhigen, spendet er dann wiederum an diese Organisationen, damit sie wieder neue Skandale produzieren können. Und da werden außerdem Gutachten oft Monate zurückgehalten. Ein Beispiel in diesem Jahr: die Verpackung von Fleisch unter Schutzgasatmosphäre. Wenn es wirklich gesundheitliche Gefahren gab, meine Damen und Herren, dann frage ich mich, warum Foodwatch seine Erkenntnisse bis zum Sommerloch zurückgehalten hat. Dieses Verhalten ist unredlich, und da haben wir akuten Handlungsbedarf. Deshalb setzen wir, meine Damen und Herren, auf eine unabhängige Verbraucherberatung. Wir unterstützen die Arbeit von Stiftung Warntest, aber des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen konstant und verlässlich. Gestatten Sie mir auch noch einen kurzen Ausflug, liebe Kollegin Dobrinske-Weiß, in die Welt von Mann und Frau. Kürzlich hörte ich, das Auto ist das moderne Reittier des Mannes. Es gibt Automarken, die werben mit Freude. Die nächste Marke wirbt mit Zukunft. Wollen Sie dem Mann diese Freude wirklich nehmen? Und da gibt es für uns Frauen dieses kleine Auto, das das emotionalste Auto der Welt ist. Die Werbung sagt uns Frauen, is it love? Ist es Liebe? Und wir steigen ein. Menschen kaufen also Problemlösungen und Gefühle. Menschen wollen sich glücklich kaufen. Und wer die Herzen gewinnt, hat mit dem Kunden und seinem Geldbeutel heute ein leichtes Spiel. Ich gebe es zu. Aber genau das ist heute der Schlüssel in gesättigten Märkten. Und, meine Damen und Herren, die SPD will nun diese Erkenntnisse weiter vertiefen und im Bund beziehungsweise und andersrum dem Handel teure Einkaufsstudien ersparen. Zahlt ja der Bund. Meine Damen und Herren, im Ernst, wir sind auch für interdisziplinäre Forschungseinrichtungen oder die Prüfung weiterer Stiftungsprofessuren. Es gibt sie aber schon. An der TU München zum Beispiel haben wir seit 2004
einen Masterstudiengang Consumer Science. Wir haben an der Hochschule Calw eine Stiftungsprofessur für Konsumverhalten und europäische Verbraucherpolitik. Und ich zitiere gern noch einmal meinen Kollegen Holzenkamp, denn diese Uni Bayreuth, die in 2010 mit einer Stiftungsprofessur Verbraucherrecht ausgestattet wird, mit Mitteln vom Bund, kommt oder ist in meinem Bundesland Bayern. Und ich will damit nur sagen, Ilse Aigner, unsere Ministerin, ist schon da. Die Probleme, meine Damen und Herren, bestehen nicht in der Gesetzgebung, sondern sind der Rechtsdurchsetzung geschuldet. Das hat diese Woche übrigens Bernhard Krieger, der Leiter des Europäischen Verbraucherzentrums, beim 14. Tourismusgipfel hier in Berlin deutlich gemacht. Er sagte außerdem, dass sie in den wenigsten Fällen Beschwerden aus Deutschland erhalten. Und meine Damen und Herren, wir brauchen sicherlich auch keine Forschungseinrichtung, um noch einmal auf Ihren Antrag zurückzukommen, auf Ihr schräges Beispiel vom Fluggast, der mit der Buchung eines Flugs automatisch eine Reiserücktrittsversicherung aktiviert hatte. Da müssen andere Maßnahmen greifen. Trauriger Höhepunkt Ihres Antrags ist aber der sogenannte Verbrauchercheck für alle Gesetze. Für alle Gesetze, die in den Deutschen Bundestag eingebracht werden, wollen Sie allen Ernstes einen Verbrauchercheck. Schlaumeier in Ihren Reihen sagen auch noch, was wollen Sie denn? Auch Bürokratie schafft Arbeitsplätze. Meine Damen und Herren, wissenschaftsbasierte Forschung und empirische Untersuchungen sind notwendig und müssen intensiviert werden. So steht es auch in unserem Koalitionsvertrag. Aber ich persönlich bin auch Verbraucherin und ich bin vor allem auch Unternehmerin. Und dieser Verbrauchercheck in Ihrem Antrag schreckt derart ab, dass dies ein guter Grund ist, diesen Antrag mit gutem Gewissen abzulehnen. Dankeschön.